So, ich begrüße euch total recht herzlich. Ich mache mal eine Ansage an die Damen und Herren, die sich Freiheitsboten oder querdenkende Menschen nennen. So, warum seid ihr keine Bürger für Aufklärung? Warum gibt es keinen Bürger für Aufklärung? Ja, so. Wir, die zu Reportagen und Journalismus gehören, dieser Herr hier, hohe Inzidenz-Fragezeichen, schaut lieber auf die Intensivbetten, Viertel nach acht. So, alle blicken wieder auf die Inzidenzzahlen und so weiter und so fort. So, ich muss mal gucken, wie er heißt. Er war bei Bild TV am 8. war das. Ich habe mir das angesehen durch Zufall. Hans-Ulrich Jörges hat einfach mal das knallhart gesagt, was wir an sich auch sagen. Das Problem ist halt, dass solche Leute wie Montgomery und so weiter das Sagen haben. So, wir haben eine, aus Sicherheitsgründen sage ich es nicht. Die Sache ist die, wo sind die Bürger für Aufklärung? Wo sind die Bürger, die tatsächlich wissen und durch Wissen wirklich und dieses Wissen auch wirklich tatsächlich weitergeben können? So, ich unterliege dem Datenschutz, deswegen sage ich nichts. Aber ich bin auch komplett auf seiner Seite. Ich hatte mir das gestern angehört. Und wie gesagt, er ist sehr kritisch. Man muss jetzt sehr vorsichtig sein, ob man ihn noch weiter sehen wird. Die Kritik, die er gestern rausgehauen hat bei Bild, ja, war eine tolle Sache, war wirklich in Ordnung, ja. So, zum Beispiel hier, STIKO will Kinder ab 5 Jahren gegen Covid impfen lassen. Was soll das? Ich weiß nicht, könnte es sein, dass wir Rattenfänger haben? Den Rattenfänger von Hameln, so ungefähr, dass alle hinterherlaufen, weil sie eine Melodie, sie vernehmen eine Melodie und rennen alle hinterher. Ja, also deswegen mache ich das Video. Ich habe so viele kritische Leute hier, die wirklich kritisch sind. Ich muss einfach mal ehrlich, und deswegen mache ich das vor dieser Kamera. Ich habe an sich überhaupt nichts damit zu tun. Ich habe die Wahrheit und nichts als die Wahrheit gesehen. Ich war dabei 4 Wochen. Und in den 4 Wochen haben wir Aufzeichnungen gemacht. Intensivbetten. Wir lagen im Intensiv. Wir waren selber Patient. Wir haben uns selber zur Verfügung gestellt für die Universität, für die Lehrer, also die Ärzte, die lernen, ja, also für die Studierenden, die Ärzte werden wollen, ja. So, man hat sich zur Verfügung gestellt. Man hat sich aber nichts dabei gedacht, dass da irgendwas mal rauskommen könnte, ne? So, was habe ich davon, wenn ich den Mittelfinger hochhalte? Ich meine, das ist doch keine Aufklärung. Seid mir bitte nicht böse. Also irgendwas stimmt hier nicht, ja? So, alle, die sich impfen lassen, müssen auch da mit den Konsequenzen rechnen, dass da irgendwas passiert. Ist so. Und alle, die sich nicht impfen lassen, und da komme ich zum Thema und dann komme ich auch zu diesem Video, an alle Zuschauer, warum geht nicht jeder zum Arzt, zu dem Arzt seines Vertrauens und lässt sich mal wirklich von A bis Z durchchecken? So, wenn ihr euch alle von dem Arzt eures Vertrauens durchcheckt, wenn ihr wirklich wisst, was in euren Adern fließt, was das Blut macht, wie das Blutbild aussieht und welche möglichen Krankheiten in euch schlummern. Viele von euch haben sicherlich irgendwann mal eine Krankheit gehabt und wissen das gar nicht. Ist so. So, es gibt Patienten, die haben eine abknickende Niere, die wissen gar nicht, dass die abgeknickt ist. Ja, ist so. Ja, denn warum denn nicht? Warum plädieren wir nicht für den Gesundheitscheck? So, ich plädiere jetzt für den Gesundheitscheck. Das heißt also, jeder kriegt ein Checkheft. Ja, ist also verpflichtet, zum Arzt zu gehen, sich abzuchecken. Er wird nicht geimpft oder so, sondern jeder kann nachweisen, welchen gesundheitlichen Grad er hat. So, warum wird das nicht gemacht? Wieso wird nicht auf einen Gesundheitscheck hingewiesen? Ja, jeder hat ein Checkheft, wo drin steht, was er hat und was er nicht hat. Damit kann man auch Kosten senken. Will man denn überhaupt Kosten senken? Das ist ja die Frage. So, die Pharmazie ist klar, wenn jeder Bürger auf diesem Planeten ein Gesundheitscheckheft hätte
Und jeder wüsste, was er hat. Ja, man macht auf, ui, der hat eine abknickende Niere. Ui, da müssen wir mal gucken. Ui, der hat eine Mandelentzündung gehabt. Und da ist irgendwie was verlaufen. Ui, ne? So. Also, wenn man sich wirklich tatsächlich abchecken lässt, ein Checkheft, wie ein Auto. So, jedes Fahrzeug, jedes Auto, ist egal, wird gecheckt, wird TÜV geprüft. Warum werden dann Menschen nicht TÜV geprüft? So, wenn Menschen TÜV geprüft werden, auf Herz und Nieren untersucht, weiß doch jeder, wer er ist, was er ist und so weiter. So, und wenn ihr unbedingt Rechner damit füttern möchtet, okay, dann werden die gefüttert, ja? Dann kann man sehen, so, die Bevölkerung besteht aus, was weiß ich, gut, natürlich könnten dann auch Kampfstoffe entwickelt werden, ist klar. Ein Pro und Contra wird immer sein, aber sowas wie jetzt, die Lüge und nichts als die Lüge mit Covid-19 und solche Scherze da, ist halt so. Wir können uns tagtäglich hier voll diskutieren, von morgens bis abends, das bringt aber nichts. Das bringt gar nichts. Nix. So, ich lasse Querdenkende und Freiheitsboden nicht mehr zu, dass die an dieser Kamera sprechen können, weil das nichts bringt. Weil es bringt nichts. Wenn wir keine Bürger finden, keine Bürger, du und ich, die wirklich tatsächlich wissen, was mit einem ist, die sich gecheckt haben, die ein Checkheft haben, wo man weiß, aha, der hat eine abknickende Niere, der hat eine Bronchialkatar oder was weiß ich, ja, der hatte drei Brüche und so weiter und so fort. Also auf Deutsch, in dem Moment, wo der Mensch abgecheckt wird und ein Checkheft bekommt, sozusagen ein Mensch, der TÜV geprüft ist, ne? Gut, das, was ich jetzt videotechnisch auf den Weg gebracht, werde ich sicherlich auch schriftlich auf den Weg bringen und die Ärzte für Aufklärung. Ich spreche die Ärzte für Aufklärung an, nicht nur die Juristen. Ja? So, die Ärzte für Aufklärung, wie gesagt, da sind auch ein paar faule Eier bei. Genauso wie bei den Rechtsanwälten. Überall sind ein paar faule Eier bei, die in Wirklichkeit abchecken wollen. Abchecken die Lage, was kann ich daraus machen? Wie kriege ich das Klientel voll und wie können die Leute dann von mir vertreten werden bei Gericht? Also ergo Geld machen. Es geht nur noch um Geld machen. So, dieses Video kostet kein Geld. Dieses Video kostet nur Zeit. Und ich bedanke mich total und recht herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier zuzuschauen. Also ihr habt zugeschaut, ich habe euch etwas gesagt und ich meine es ernst. Wieso haben wir keine Bürger für Aufklärung? Und warum geht kein Bürger her und lässt sich abchecken und hat ein Checkheft, wo drin steht, das habe ich, der bin ich. Ich habe nichts zur Zeit. So, und wenn das von mir ist, da habe ich nichts gegen. Wenn wir alle 6 Monate zu einem Check müssen, ja, wie ein TÜV, ja, so ein TÜV-Siegel, dieser Bürger ist in Ordnung, dieser Bürger ist nicht in Ordnung, der muss dann und dann und diesen jenes. So, aber wenn wir das täten, also wenn jeder Bürger TÜV geprüft wäre, wenn jeder Bürger TÜV geprüft wäre, wäre die Pharmazie natürlich knurrig, weil sie dann die Umsätze nicht mehr, ist klar, weil der Bürger kann ja nachweisen, was er hat und was er nicht hat. Er muss natürlich dem Arzt vertrauen, das ist klar. Aber wie gesagt, man kann sein volles Blut checken, man kann seinen ganzen Körper checken. So, die Leute, die wirklich tatsächlich ganz viel Geld haben, sind die einzigen, die das können. Sie können sich auch ändern lassen, sie können sich verändern lassen, sie können sich Haare machen lassen, wie Elton John zum Beispiel. Ja, er hat sich Haare machen lassen, der hat keine Haare mehr gehabt, aber egal. So, sie können ihre Augen machen lassen, ja. Sie können ihre Gesichter machen lassen. Frauen können ihre Brüste machen lassen und so weiter und so fort. Aber nur wer Geld hat. So, aber der sogenannte gesundheitliche Check, der gesundheitliche Check als TÜV-Siegel des Menschen, das wäre die einzige Lösung, um aus diesem Schlamassel rauszukommen. Die Politiker dürfen keine gesundheitliche Macht erhalten. Sie dürfen niemals mehr über den Menschen bestimmen. Kein Politiker auf diesem Planeten darf irgendeinem Menschen in sein Leben hineinfuschen. Die Zeiten müssen doch, und die sind hier in Deutschland an sich verbrieft, dass sie das nicht mehr dürfen. Habt ihr das alle vergessen? 1949 kam etwas, dass das Wort Zwang, Faschismus und andere Gestaltungsmöglichkeiten in diesem Föderalstaat, 16 Bundesländer und so weiter und so fort, gar nicht mehr erlaubt ist. So,
Und das, was hier lesen, hier Kinder ab 5 Jahre und diese Boostern und was weiß ich nicht alles, ja. Wer jetzt nicht wach werden möchte, soll weiter schlafen. Wir haben Weihnachten und Weihnachten ist die Zeit der Besinnung. Und Weihnachten ist an sich der größte Kampf, um das Böse zu verscheuchen. Beginnt das Böse zu verscheuchen und bringt diese Art von Politiker, die wir momentan haben, bitte dahin, wo sie hingehören. Versperrt oder eingesperrt oder weggesperrt. Sie sollen ihre Arbeit machen als Politiker, aber sollen sich aus dem Haushalt des Menschen, seiner Privatsphäre raushalten. So, das war das Wort am